Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. Ja, da war ich schon zu schnell jetzt eben gerade. Wir schauen jetzt mal hier rein in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da haben wir den Mythic Bob aktuell. So, dann haben wir das Mythic Bender Pack und da ist er, der Mythic Bender. Hier, schauen wir mal da rein, was er so aktuell kann. Roboterverbindung ist natürlich cool. Bänderbräu ist cool. Vor allem zum Heilen. Mega nice. Straßenräuberbänder kriegt man schwer klein. Disco-Bänder. Klepto-Bänder. Assassin-Bänder. Oh, der wird bestimmt sehr stark sein dann. Bender's Ducklings, coole Sache. Kala, was? Kanalisationssurferbänder. Sewer Surfer, Kanalisationssurfer. Ein Biegeschule-Abschluss. Bending School Grad ist natürlich mega krank, ja. Jose Servo. Also das ist jetzt hier Benders Clowns, das ist Benders Weapons oder Benders Waffen. Rod Rodriguez to Deal. Also Bender, boah, Time for Hard Liquor wird mega krank sein. Also ich sag mal so, der Bender wird hier wahrscheinlich jetzt zu einer der stärksten Mythic-Karten werden. Gut, der Agent Bender ist nicht ganz so toll. Aber auf jeden Fall mega geile Kombos am Start. Und das Ding wird mit Sicherheit ganz lustig. Dann haben wir hier den Children's Author als Pre-Combo. Henry Haber Debater, Steve Smith und Hank Hill. Und auch hier wissen wir beim Steve Smith und beim Hank Hill mega Kombos mit am Start. Bedeutet also hier, ja, da wird es richtig interessant werden. Was habe ich denn jetzt hier momentan eigentlich gemacht? So. Das Ding, das ist richtig cool, die Box. Aber müsste man ganz schön viel reinpayen, um den Bänder zu bekommen. Dann haben wir hier nach wie vor den Peter als Legendary Peter. Kann man normal farmen. Bible Study, Henry Debater, Neil Goldman, Student Lucky, Luann Pletter und Eugene Belcher. Bin ich jetzt nicht ganz so begeistert davon, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Winter Clash Box, auch davon bin ich nicht wirklich begeistert. Winter Clash geht 3 Tage und dann kriegst du eine Box angeboten, was so völliger Schwachsinn eigentlich ist, aber gut. Ja, was willst du dazu sagen? Dann haben wir hier die Chosen Diorama Box, wo immer noch hier Nachrichten Tina falsch geschrieben ist. Das ist der Diorama Gene. Mr. Front, Eugene Belcher, Philip J. Fry. Wozniak Nerd Academy, die ist ziemlich geil, die Box. Ja, und dann wären wir auch schon in der Meisterschaft. Dann gucken wir mal hier ganz kurz rein. Das ist der Softball Bill. Und der Softball Bill sieht folgendermaßen aus. Schauen wir uns jetzt mal an, was der so kann. Das ist der. Ups, das habe ich schon da gemacht. Irgendwie, weil ich da mal was zeigen wollte, glaube ich. So, und dann habe ich das ziemlich bescheuert zusammengerückt. Kann das sein? So, das ist der Softball Bill. Dann schauen wir mal hier rein. Der Bill mit Sportkarten. Da unten haben wir den Bill Daughtry. Mit Push-Ups beispielsweise. Wenn man den jetzt mal maxen würde. Schauen wir mal, was da passiert. Ups, das war jetzt nicht ganz so gut. Maxed out. So, dann kommt da hier hinten einer raus. 24-fach Cripple, 22 Leech, 24 Revanche, 22 Angriff, 61 Leben. Das ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. Der Softball Bill ist auch echt gut, ja.
Ja, aber 500 Gems wird trotzdem nicht für das Ding ausgehen. So, dann haben wir hier den Food Restaurant Stan. Ist jetzt weniger stark, die Combo. Mit einem Stan und eben Restaurantkarten. Restaurantkarten lohnen sich nicht wirklich. Die stärkste hier ist Bob's Burgers in Episch. Und selbst dann kommt da nichts Anständiges bei rum. Also das Ding, das brauchen wir nicht wirklich. Die können wir mal ganz schnell wieder wegklicken. Völlig uninteressant. Dann haben wir den Seemann der Rache oder Sour of Revenge. Sour of Revenge. Und er sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal eine Louise, dann haben wir ein Gewehr. Oder hier eine Louise mit Longstick with Sharp Rock. Jetzt gehen wir mal hier unten runter zu den Mythics. Und das sind eigentlich, das müssten die zwei stärksten Möglichkeiten sein mit Longstick with Sharp Rock und Pantry Guns. Ja, die Gasattacke ist nicht schlecht. Bekommt Leben mit hinzu, wenn eine Combo gespielt wird. 15 an der Zahl, 17-fach Cripple, 16. Oder 17 Angriff und 81 oder 78 Leben. Ist eine relativ solide Combo, würde ich mal sagen. Ist jetzt nicht mega OP oder so. Ist eine durchschnittlich starke Combo. Ja, also kann man spielen, muss man nicht spielen. Macht durchaus in der einen oder anderen Situation auch mal Sinn, aber ist jetzt nicht der Mega-Knüller. So, also ich würde jetzt hier die 1000 Steine nicht für ausgeben, auch wenn ich die Louise habe. So, dann haben wir hier Body Paint Date. Und das Body Paint Date ist folgendes. Das hier ist ein Quagmire mit Kunstkarten. Gehen wir mal da runter zu der Buzzsaw im Mythic Quagmire. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. 20-fach Schild. 16-fach Angriff bei einer gespielten Combo mit hinzu. 77 Leben, 18 Angriff. Nachdem eine Combo gespielt wird, hätte er dann schon 34 Angriff. Dann wäre es interessanter. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde da schon fast sagen, dass der Mythic Quagmire in der Situation schon alleine fast stärker ist mit Leech und mit Gas als dann da hinten diese Body Paint Date. Combo. Also heute nichts mit dabei, was man sinnvollerweise kaufen sollte, es sei denn, man investiert Gems vorne für die erste Combo. Das war ja hier gewesen der Softball Bill. In der Regel sind die Leute, die den Bill spielen, eben auch die Leute, also in der Regel, die auch reinpayen. Insofern wird das jetzt hier wahrscheinlich relativ häufig von Whales gekauft werden. Ja, für mich ist heute nichts mit dabei. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und gefallen. Und wenn, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schreibt was in die Kommentare und habe ich glaube ich schon gesagt. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Flow, dann mit mir in meinem Geist. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ups.